Alter, was geht ab, Leute? Hong hier. Ihr könnt es ja schon sehen. Dieser nette junge Mann hier. Das ist Pookie. Aufgrund von hoher Nachfrage, beliebter Nachfrage. Das nächste Hong Reacts zu Pookie. Ultimativer C-Day oder Community-Wochenende. Alle FC-Days nochmal. Und das hat sogar Pookie interessiert. Erstmal möchte ich sagen, ich habe kein Hate gegen Pookie. Ich habe eigentlich gegen gar kein Hate. Wir reacten hier nur. Die Reaktion muss nicht immer negativ sein. Ich meine, Pookie hat auch gute Momente. Wie gesagt, ich hate ihn nicht. Und ja, mal schauen, ich bin gespannt. Also ich bin nicht nur hier, um Pookie runterzumachen und zu haten. Wollte ich nur so anmerken. Wenn er gute Momente hat, dann werden wir die auch feiern. Also wir werden ihn nicht nur fertig machen. Das ist nur so eine Randnotiz von mir, bevor es losgeht. Ich drücke mal auf Start. Titel, Shiny Hand, Sterne, alle Community Days auf einmal. Punkt Pokémon Go Deutsch. Und go. Today to the other flight time about 35 minutes. So sieht's aus. Jetzt werden Eier geöffnet. So if you need any further information. Meinst du, das ist Gutes drin? Ich glaube schon. Oh, Schmerbe. Crazy. Es ist 8 Uhr am Sonntag. Hier. Das sieht man noch eingeblendet, du Honk. Ja. Oh, oh, oh. Was soll man dazu sagen? Kurze Randnotiz. Man könnte jetzt denken, Honk, Honk. Ich muss sagen, ich wurde in meiner Kindheit deswegen nie aufgezogen, weil es das in meiner Kindheit gar nicht gab, dieses Wort. Das erste Mal, wo ich das gehört hatte, war in der Uni. Also irgendwann nach 20 Jahren zum ersten Mal gehört. Also ich persönlich kenne echt fast gar keinen, der dieses Wort verwendet. Dementsprechend hatte nie ein Problem damit. Internationalen Sicherheitsbestimmungen. Very good, man. Bitte legen Sie Ihre Kopfhörer für diese wichtige Ansage ab. Oh, da geht bald ein 10K-Ei auf, Frau. Unser Flugzeug hat ist vier gut. Notausgänge. Ist gut, 10K ist gut. Warte, ich will ein Shiny Tratini bekommen für das Dragoran. Ja. Würde ich dir gönnen, Pookie. Würde ich dir echt gönnen. Ich gönne jedem jedes Shiny. Glaubst du, bekommen wir das? Und war das im Flugzeug? Also ich muss ehrlich sagen, seitdem es Pokémon Go gibt, bin ich nicht mehr geflogen. Ich weiß gar nicht, wie das mit der Verbindung dort oben ist, falls es überhaupt geht. Aber es klang schon so wie ein Flugzeug, nicht wie ein Zug. Okay, wir müssen noch unsere Handys aufladen. Da vorne liegen die einfach am Boden. Da ist ein Stuhl im Weg. Ja, ich glaube, da will ich weg. Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, es beginnt jetzt gerade zu regnen. Das ist nicht optimal, aber heute gibt's. Digga, du hast nicht mal eine Powerbank? Folge Pokémon Go. Ich hoffe, das wird auf jeden Fall nice. Es ist ja gerade Sonntag, das heißt Community Day ist am Start. Oder diese 11 Community Days gemischt. Ich habe schon... Es war das ganze Wochenende, ja. Freitagabend bis Montag in der Früh. Aber Sonntag... Also Sonntag auch, aber Samstag war der krasse mit den Bonis, wo auch die Spawns erhöht waren. Ich habe ein Video dazu gemacht. 1 zu 24,5 während der 3 Stunden. Und am Sonntag nur 1 zu 90, nur, trotzdem geil. Und normalerweise 1 zu 54. Also Samstag hat er anscheinend irgendwie verpasst. Das war ja das Krasse. Ein paar Pokémon gefangen tatsächlich, hatte aber relativ wenig Zeit wegen. Ey, da war alles im Weg. 2 Bälle, dann eine Geburtstagsfeier. Deswegen habe ich den ganzen Samstag eigentlich nicht spielen können. Aber jetzt bin ich hier extra wegen Pokémon Go nach Köln geflogen, oder Schnecksi? Stimmt. Stimmt, er ist aber geflogen. Lass dafür einen Daumen noch runter, das ist heftig. Jetzt laden wir unsere Handys auf und dann gehen wir gleich mal los und schauen mal, ob wir vielleicht das ein oder andere Shiny fangen. Und ein 10-Kilometer-Ei wird gleich am Anfang aufgeben. Aufgehen. Und ich bin ultra müde, ich habe gar nicht gepennt. Ich auch nicht. Tschüss. Oh mein Gott, Alter, es ist voll windig. Wir sind jetzt hier in Köln beim Mediapark. Oh. Wir können mal, wie hoch dieses. Da war ich auch schon mal. Grüße gehen raus an CCG, die haben dort mal ein Yu-Gi-Oh! Turnier veranstaltet. Aber nicht für Pokémon Go, da war ich leider noch nie. Ah, hallo, das Gebäude ist sehr hoch. Ganz normal. Digga, hier ist so krank wie los, ohne Scheiß. Erstmal gucken, ob das Dratini ein Shiny ist. Leider nicht. Ich habe tatsächlich noch kein einziges Shiny gefangen von Dratinis. Ich war beim Community Day gar nicht anwesend. Digga, da ist voll der fette Fleck oben. Warte mal. Oh mein Gott, Digga. Okay, Dratini wurde gefangen. Lass auf jeden Fall einen Daumen nach oben da.
10 Kilometer eingelaufen. Oh shit, jetzt geht's aber richtig los, Leute. Das wird eine heftige Folge Pokémon. Schätzt mal, was drin ist? Ich hab nicht geguckt. Ich schwör, ich hab nicht geguckt. Ja? Ich sag, es ist ein... Das ist ein Hong. Lavita. Ein wildes Hong ist ein Voltilam. Okay, auch nicht schlecht. Kann ich vielleicht mal wieder ein Ampharos entwickeln? Oder ein Voltilam zu einem Pal. Ja, heißt das Ampharos, ja, oder? Ja, Ampharos. Ja. Das kann ich eventuell mal wieder entwickeln. Da fehlen noch ein paar Candies. Und ich habe einfach festgestellt, dass dieses krasse Rizaros-Nios gibt. Ich weiß nicht, wie das heißt. Ihornio oder so. Ihornio. Heftig. Digga, das ist windig, Alter. Komm mal mit. Hättest du auch haben können. Feldforschungsdurchbruch. Sinnostein. Also ich glaube, es gibt von jedem Shiny, oder? Also schreibt es gerne mal in die Kommentare. Vielleicht gibt es generell gar keine Shinies am Sonntag oder am Samstag generell. Ich weiß gar nicht, ob es überhaupt Shinies gibt. Also vielleicht gibt es auch gar keine. Aber ich meine, ich habe auch erst jetzt gesagt, keine Ahnung, 20, 30 Tage jetzt in den letzten Tagen. Da ist es noch nicht so wahrscheinlich. Also ich kann nichts gegen die Soundqualität sagen, weil ich habe genauso ein bisschen Akku. Wenn es windig ist, ist es halt leider so. Und dieses Namen bleibt nicht drin, deswegen, ja, tschüss, dieses Namen. Ey, da vorne ist ein Panhehl, das ist auch gut. Ich habe nämlich immer noch keinen. Ich habe immer noch kein Motocross. Motorräder. Ich habe immer noch kein Metacross. Deswegen, ja, muss ich auf jeden Fall auch hier noch ein paar Candies sammeln. Und den Pokémon regnet es anscheinend. Es ist hier, ja, die Wolken sehen so ein bisschen aus, als würde es gleich regnen. Oder was sagst du? So sieht es immer aus in Deutschland. Ja, ich glaube schon. Es sieht schon heftig crazy aus. Heute ist es aber echt heiß. Ganz nice. Also vielleicht machen wir hier in Köln ein paar Bilder auf Instagram. Könnt ihr mir gerne folgen. Ey, jetzt reicht es mir aber hier mit dem Bild, Alter. Ganz im Ernst. Wir gehen jetzt hier. Da steht ein Mobile. Ja, nee, das brauchen wir nicht. Ich bin echt fasziniert. Oh mein Gott. Ich bin echt fasziniert von seiner... Ich schweife mal ganz kurz vom Thema ab. Weil ich hatte gerade einen Livestream und ich habe auch drüber geredet. Die Fähigkeit, immer ein Like zu fordern und auf Instagram oder Shop hinzuweisen, das ist gar nicht so selbstverständlich, weil ich habe das Problem, ich struggle damit, das immer nicht zu erwähnen. Und er macht es so geschmeidig aus seiner Hand, dafür bewundere ich ihn schon. Das war ja jetzt so ein random Gedanke von mir, wenn ich so sein Video anschaue. Ich bin ja voll behindert. Ey, das ist übrigens der Typ hinter der Kamera. Wie heißt du eigentlich? Ich weiß es nicht. Also wenn irgendwas unscharf oder kacke ist, er ist schuld. Ich bin echt ein bisschen enttäuscht, Leute. Wir laufen jetzt hier schon die ein oder andere Stunde oder besser gesagt Minute rum. Und bis jetzt war noch gar nicht wirklich was dabei und vor allem richtig wenig Pokémon. Vielleicht sind wir hier einfach nicht am richtigen Spot. Ich meine, wir sind relativ zentral. Also ja, der Spot sieht nicht so gut aus, also... Da kannst du nichts dafür, vielleicht Module zünden. Aber ich spule mal kurz zurück. Richtig wenig Pokémon. Ah, er hat nicht mal ein Absol. Puki, wenn du ein Absol brauchst, meld dich. Wir machen zusammen, ich und du, Absol Raid. Wobei, ganz ehrlich, ich weiß nicht mal, ob wir es zusammen schaffen würden. Also ich schon. Ich mit meinem Kleinen schaff's. 40, 50 Sekunden Restzeit. Aber wir sind auch beste Freunde. Ich will nichts Falsches sagen. Ich will ja nicht wieder zu gemein zu Puki sein, aber ich glaube, mein zweiter Account ist besser als sein Main-Account. Also ganz ehrlich, würde ich mit Puki ein Absol-Raid durchschaffen? Weiß ich nicht, um ehrlich zu sein. Pokémon, vielleicht sind wir hier einfach nicht am richtigen Spot. Ich meine, wir sind relativ zentral, also wer in Köln wohnt oder schon mal da war. Ich glaube, nicht so toll aus, selbst wenn es zentral ist. Relativ zentral, aber keine Ahnung, wir schauen jetzt mal. Ich habe Rauch auch noch an und bin schon fleißig am Pokémon sammeln, aber bis jetzt halt leider noch nichts shiny. Also Dratini war halt echt. Yo, warte mal. Zurück. Detective Conan ist wieder am Start. Ich blende die Musik nicht an. Das Potrott und das Schmerbe, das hat er im Flieger gebrütet. Und seitdem hat er 9 Pokémon gefangen. Wobei, kann sein, dass er auch ein paar verschickt hat, aber ich glaube nicht. Weil sonst hätte er auch das Schmerbe verschickt. Das ist ja Müll. Er hat seitdem das Video angefangen hat, 9 Pokémon gefangen. Nicht böse gemeint, Puki, aber kein Wunder, dass da kein Shiny dabei ist. Shiny, also Dratini war halt echt
Aber deswegen gehen wir jetzt auf jeden Fall mal weiter und holen uns jetzt ein Shiny Dratini, Mann. Hier ist ein Voltilam gespawnt. Wow. Okay, Leute, ich würde sagen, wir gucken jetzt mal noch kurz, ob wir da irgendwo Shiny dabei haben. Aber sonst gehen wir gleich mal ins Hotel, irgendwie eine Stunde pennen oder so, weil, keine Ahnung, ich habe zumindest 3 Stunden gepennt, weil wir schon so früh los mussten. Digga, ist richtig krank. Vielleicht merkt es auch, dass ich nicht so ganz anwesend bin. Liegt auch daran, dass ich total müde bin. Aber, naja, vielleicht habe ich auch einfach total viel gesoffen. Nee, natürlich nicht, Leute. So, jetzt fangen wir hier noch das Lavita. Aber bis jetzt halt leider echt noch kein Shiny. Wir gehen nachher auf jeden Fall noch raus, würde ich sagen. Weil bis jetzt war noch so viel los. Vielleicht finden wir noch das ein oder andere Shiny noch. Also, Martini wäre schon geil. Also, ein grünes Dragoran könnte man sich schon mal gönnen. Aber ich bin auf jeden Fall gespannt. Im Notfall trade ich mir das. Vielleicht hat es ja irgendwas neu. Dann kann mir eines irgendwie traden. Das wäre auf jeden Fall cool hier. Ja, klar, traden. Mit einem Fremden, der das Pokémon noch nicht hat. Kostet halt nur eine Mille Staub, Bruder. Auf jeden Fall am Start. Und aber gönn dir. Leute, wir sind jetzt im Hotel. Wir haben irgendwie aus Versehen 7 Stunden gepennt. Oh mein Gott, Dratini, komm schon. Immer noch kein Shiny. Ey, Leute, ich habe einfach null Glück bei sowas. Ich habe echt keinen Plan. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie viele Shinies ihr insgesamt jetzt an diesen 2 Tagen gefangen habt. Oder eigentlich Freitag ging ja auch noch ab 22 Uhr und Montag. Geht ja, glaube ich, noch bis 8 Uhr oder so. Ja, richtig. Ich habe einfach gar nichts. Ich habe gar nichts. Und Leute, warum stehe ich hier mit dem Bademantel? Wir gehen jetzt gleich in die Sauna. Bisschen chillen, ganz entspannt. Da geht auch noch ein Ei auf. Perfekt. Ist auf jeden Fall was zu tun, aber es regnet auch irgendwie die ganze Zeit. Sieht man? Hat recht, Wetter war echt nicht so toll. Das ist auf jeden Fall Regen und das Wetter ist echt nicht so geil. Wir sind gerade noch vom Regen geflüchtet. Ja, du kannst jetzt auch wieder mich filmen. Genau, wir waren nämlich gerade noch essen. Und wir haben hier ein Pi. Sieht ja ganz cute aus. Da geht noch ein 2 Kilometer Ei auf. Mal schauen, ob wir da auch noch irgendwas Nices rausbekommen. Let's go, komm schon. Und, oh mein Gott, naja. Aber Leute, lasst einen Daumen nach oben da dafür, dass ich einfach eine Folge Pokémon für euch mache. Ich bin ja ein Ehrenmann, wisst ihr? Ich fliege deswegen extra nach Köln. Nee, okay, deswegen bin ich eigentlich nicht extra nach Köln geflogen. Aber das werdet ihr dann schon sehen in nächster Zeit. Kommen vielleicht ein paar coole Videos. Ich würde mich darauf schon mal freuen und das ist auch nicht shiny. Gibt es Feuriegel auch shiny, ja, oder? Ich glaube nicht. Nicht? Doch, ich weiß es nicht. Ich glaube, du bist ein Arschloch. Bratan, wohin sind wir? Bratan, in die Sauna! Moin, Leute. Trimax hier. Ich hole mir jetzt meine Belohnung ab, meine wöchentliche. Digga, what the fuck? Weil ich 30 Kilometer gelaufen bin. Digga. Nice. Leute, wir sind jetzt hier bei einem Cresselia Raid. Ich glaube, so heißt das Pokémon. Habe ich auf jeden Fall noch nicht, deswegen kann man sich das auf jeden Fall mal geben. Jetzt ist die Frage, geht es hier in Köln mehr ab als in Graz? Ich meine, es ist 10 Uhr morgens am Montag. Also, ich denke mal nicht, dass das so viele am Start sind. Wir sind immerhin zu dritt. Nee. Also, Snaxy, ich... Gibt's nicht so viele Schulabbrecher. Sorry, der musste sein, Mann. Der musste sein, tut mir leid, Mann. Und Danny Merano, grüßt ihn raus. Keine Ahnung, wo der sich aufhält, aber mal schauen. Ich denke mal, wir werden gar keine Chance haben, oder? Was meinst du? Wieso probierst du nicht einfach zum Beispiel Absu, Mann? Absu fehlt dir auch noch. Du weißt doch genau, dass keine Chance gegen Legendären zu dritt. 2,5. Einer und 2,5. Keine Ahnung. Oder ein Alola Raichu, Alola Knogger. Despotan. Schaffen wir. Let's go, wir probieren es auf jeden Fall. Leute. Ich bin echt ein bisschen enttäuscht von dem Community Day Gedöns irgendwie im Gesamten. Kam die einfach so an, stellt sich dahin, guckt so. Ja, ich bin ein bisschen enttäuscht von den Tagen so, von dem gestrigen Tag, weil ich einfach kein einziges Shiny gefangen habe. Ich meine, ich habe auch den halben Tag verpennt, aber was soll man machen? Ich meine, ich habe schon gedacht, dass man da schon ein paar Shinies fängt. Schreibt mal gerne in die Kommentare, wie viel ihr bekommen habt. Bei mir war es leider der totale Fail. Und ich habe 9. Aber ich muss ihm recht geben. Also Sonntag, wo ich draußen war, habe auch noch mal eine Runde gedreht. Ich habe ja noch ein paar Voltilam Lucky gebraucht. Ich habe auch nur 1 Shiny Dratini gefangen, geklickert. Also bei mir ging es auch nicht viel besser. Enttäuschung ist verständlich. Und ich glaube, das ist der totale Fail wie dieser Cresselia Raid, oder? Ja. Was hast du? Ich glaube, das schaffen wir niemals. Wollen wir jetzt schon aufgeben? Ach, nee, das machen wir. Digga, ich rippe alle meine Pokémon, Mann. Ja, ich muss die alle wieder in die Pokestation stecken. Poke Center. Ja, nee, komm, ich geh da raus. Das bringt gar nichts. Nee, lass den mal machen. Ja. Das bringt nichts, Mann. Doch, schau mal, wir haben den gleich. Junge. Wir haben schon ein Viertel der Zeit verbraucht und haben dem 1/10 abgezogen. Das wird sich leider nicht ausgehen, Leute. Yo, Porky, was geht?
60 Sekunden von 300 sind nicht ein Viertel. Aber wir sind nicht so genau. Gewinne zwei Arena-Kämpfe, fange in den Zoo-Kämpfen zwei Raids. Ach, darauf habe ich echt gar keinen Bock. Filmst du mich gerade? Ja. Hast du gesagt, du willst noch was sagen? Ja, aber irgendwie doch nicht. So Leute, hier geht ein 5 Kilometer, ich glaube 5 Kilometer, ja 5 Kilometer auf und es beginnt hier schon wieder zu regnen. Das Wetter ist echt wack, Mann, was soll man machen? Aber wir haben hier einen Plinfer, das ist schon mal ziemlich cool. Und ja, der Community cool. Day oder die Community Days haben wir heute schon um 8 Uhr. Deswegen komm, wir brechen hier ab. Das macht keinen Sinn. Okay Leute, wir sind jetzt hier im Hotel angekommen, wir waren noch eben einkaufen. Okay, und ich glaube, das war's mit Pokémon Go. Da habe ich vorhin kurz drüber geblendet, so mit diesem Vorschauteil. Er zeigt noch seine Tüten, einen auf Tanzverbot. Gönnt euch das Video, Link ist unten in der Beschreibung von Pookie. Ich meine, ich hoffe, wir haben ihn nicht allzu fertig gemacht. Der eine Spruch musste sein, aber ansonsten. Immerhin hat er gezockt, besser als meine Kollegen. An sich habe ich gar nicht so viel zu sagen. Pookie, wenn du einen Bubster machen willst, melde dich. Wobei, wie gesagt, ich bin mir nicht sicher, ob wir den zu zweit schaffen könnten. Hängt von dir ab, Mann. Das war's von mir, Leute. Und von Pookie. Ich habe heute X-Rates. Dementsprechend heute Abend X-Rate-Video. Euch viel Glück bei euren X-Rates. Und hinterlasst ein Like, falls ich wieder auf ein Video von Pookie reagieren soll. Also auf das nächste, falls er mal wieder ein Pokémon Go Video macht. Ansonsten, falls ihr irgendwo Pokémon Go technisch ein neues Video seht von irgendwelchen Mainstream-YouTubern, sag ich mal, das ich mir reinziehen soll, auf das ich reagieren soll, meldet euch, schreibt es unten in die Kommentare. Wie gesagt, das Video kam aufgrund von hoher Nachfrage. Dementsprechend, abhängig vom Feedback, kommt eine neue Folge oder kommt keine Folge mehr davon. Das war's von mir, Leute. Wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab. Vergesst nicht, Pokémon ist serious business.